Mit der Heldenflagge in der Hand haben wir die Soldaten Moonburgs angeführt, sie auf ihren letzten wichtigen Pfad gebracht. Der Weg zur Hölle auf Erden nach Rondalkia. Nun sind wir angekommen und Rondalkia hat sich als ein Ort entpuppt, wie man ihn höchstens aus seinen Träumen kennt. Ein paradiesischer Anblick, in dem sich wirklich jetzt die letzte Vorhut befinden soll. Gegnerpräsenzen, Furcht, Schrecken, Verzweiflung, all das soll hier lauern. Wir werden der Sache auch den Grund gehen und dann hoffentlich den Heldenorb finden, um somit die Minadeen-Kanone fertigzustellen. All das jetzt und hier an dieser Stelle in der nächsten Folge, Folge 166 von Dragon Quest Builders zu Hakeshinichi Dotokanaponoshima. Und in dem Sinne wollen wir mal hier rübergleiten mit allen Männern und Damen an unserer Seite. Fliegen wir hierhin und landen in einer wunderschönen kleinen Kapelle. Hallo, mein Hammerfreund. Wer seid ihr denn? Ihr seid Menschen? Doch irgendwie scheint ihr ein wenig anders als die Menschen von hier zu sein. Dieser Ort ist schön, nicht wahr? So unsagbar wunderschön. Aber so müssen Illusionen wohl sein. Wunderschön und unnahbar. Illusionen, fragt Anessa. Was hat das zu bedeuten? Diese Welt ist lediglich eine Illusion. All das, was ihr seht, alles, ob die Bäume, die Barmherzigkeit hervorbringen oder die goldglänzenden Gebäude, all das existiert nicht wirklich. All das gibt es nicht. Das ist alles nur Illusion, ein Trugbild vor euren Augen. Also, auch wenn ihr hier steht und seid, das existiert nicht. Es ist nicht wahr, es ist nicht da. Aber wisst ihr eigentlich, dass dieser Ort hier, diese Welt, sie wird bald zerstört, komplett. Und es ist das Schicksal einer Illusion, dass sie irgendwann vergeht. Du, was erzählst du da? Nun, dieser Ort. Wisst ihr, es ist der Ort, der hergestellt wurde. Ne? Den der große Lord, unser Führer Hagon, ja? Er hat ihn gebaut, um die, den legendären Helden Lot, ja, die Helden hierher zu führen. Hagon, sagst du? Was hat das zu bedeuten? Es gibt etwas, was sie sucht, nicht wahr? Dann solltet ihr zu der Burg dort vorne gehen. Dort werdet ihr die Wahrheit sehen. Es ist das Paradies auf Erden. Ja, das Paradies für diejenigen, die stets eine Illusion sehen. Also, ich muss gar nicht sagen, was du erzählst. Ich verstehe es nicht. Was hat das zu bedeuten alles? Ich spüre jedenfalls die Präsenz von Monstern dort vorne. Lass uns gehen, Kurando. Und nun zeigt sich ein Ort auf unserer Karte. Und wir sollen weitergehen. Hier ist noch ein Orb. Den wir aktivieren. Und das ist der Schrein von Rondalkia, den wir auf der Karte markiert haben. Guck mal an, schön, ne? Schöne Rosengewächse, da muss man sich mal eine aufsammeln. Hier. Guck mal hier, zack, nee, geht gar nicht. Okay, gut. So, hier mal nochmal Power. So. Und ich führe alle Damen und Herren hier mit durch diesen paradiesischen Ort. Alles nur eine Illusion, ich kann es kaum glauben. Auch wenn alles Sein natürlich zeitlich begrenzt und beschränkt ist und irgendwann ein Ende finden wird, mag man meinen, dass das hier zu real ist, um eine Illusion darzustellen. Oha, ein Riese. Hallo. Dies ist ein wunderschöner Ort, nicht wahr? Aber irgendwann wird er bald verschwinden. Auch wenn dies eine unsagbar traurige Welt ist, will ich bis zu allerletzt hier bleiben. Bis zum letzten Moment. Das ist unser Schicksal, das ist unsere Bestimmung. Na
damit stellt sich natürlich wieder die Frage, ist das wirklich das Paradies? Ist das das Paradies oder der Untergang? Eine Festung. All das hier versteckt. Ich gucke erstmal hier vorne, bevor ich zur Burg gehe. Ob wir nicht vielleicht noch irgendwas hier finden. Da geht es noch weiter, aber ich werde erstmal dem Weg weiter folgen. Nach wie vor folgen uns auch unsere Begleiter, das ist schön. Also schöner könnte es hier kaum sein, muss man schon sagen, ne? Jetzt will aber nochmal Jerome die schöne Atmo hier durchbrechen und sagt, Mo, das ist ja ein Schloss. Wir werfen den Blick darüber und sehen, hier ist eine Festung. Was ist das? Das ist zu schön, um wahr zu sein. Jedenfalls sollten wir gehen. Lasst uns gucken, was dort auf uns wartet. Darin schlummert wahrscheinlich auch der Orb, nicht wahr? Was ist das denn hier? Das nehmen wir aber mit, ja? Komm mal kurz, mal hier. Da, guck mal hier. Guck mal hier, einen schönen Raupenapparat, den Kopfteil zumindest. Der Rest ist wahrscheinlich irgendwo noch versteckt. Da muss ich mir mal ganz kurz was überlegen hier. Warte, das Rezept muss ich aufschreiben. Guck mal hier. Kann man so ein schönes Raupensofa herstellen. Kopfteil kann man sich raufsetzen. Ist schön plüschig. Wundervoll. Der Rest ist wahrscheinlich auch noch versteckt. Da brauchen wir nämlich bestimmt noch ein paar mehr Teile von. Warte mal, ich kann ja mal kurz hier das hier mitnehmen. Aber ich denke, wir sollten erstmal unsere Quest erfüllen, bevor wir hier uns genauer umsehen. Das können wir auch später noch machen. Ich hoffe natürlich, dass der Ort uns doch erhalten bleibt. Wenn man die Festung von hier aus der Ferne guckt und das ganze Gebiet überblickt, ist es doch wunderschön, nicht wahr? Und wenn du noch guckst von hier aus gesehen, siehst du es auch so wunderschön, die Burg Rurecia. Wenn du die Wahrheit erfahren willst, ja, dann siehst du dir von nahen an. Bereite dich aber vor, die Wahrheit zu erblicken. Die Festung Rurecia. Wunderschön. Fühlt sich an, als wenn wir hier wirklich tatsächlich gerade in einem x-beliebigen Dragon Quest-Teil in eine Festung einmarschieren. Und hier endet auch die Musik. Was ist hier nur passiert? Ein Hund? Komm mal her, mein Kleiner. One. Wow. Was ist hier passiert? Herzlich willkommen. Dies ist der Krämerladen. Was brauchst du? Also, ich verkaufe hier, es ist Ausverkauf großer, was willst du denn haben? Ne? Ach, ein bisschen medizinisches Kraut? Für 8 Gold kann es deins sein. Hier bitte, Reisender. Medizinisches Kraut, es ist verwittert. All das, es existiert doch gar nicht. Dann ist es doch eine Illusion. Sind das Schatten der Vergangenheit? Ist es das, was wir gesehen haben, als wir den ersten Teil des Spiels gespielt haben? Die Erinnerung des vergangenen Helden an alte Zeiten. Willkommen in der Herberge, meine Reisenden. Eine Nacht kostet 3 Gold. Wollt ihr hier bleiben? Ja? Dann macht es euch bequem und schlaft gut. Wunderschönen guten Morgen. Ich wünsche euch noch eine gute Reise. Irgendwie scheint die Realität hier verschoben zu sein, nicht wahr? Will man uns einen Teil der Vergangenheit zeigen, um uns noch weiter in Verzweiflung zu hüllen, oder was? Ist deshalb dieser Ort die Hölle auf Erden? Willkommen im Schloss von Rurecia.
Sie sind es, mein Prinz. Willkommen zurück. Was? Sie haben den großen Priester Hagon. Sie wollen ihn besiegt haben? Was erzählen Sie? Dies ist die Festung von Orishia. Man kann niemals so einen guten Menschen wie Hagon besiegen. Nein, wäre so furchtbar. Ach, großer Hagon, du bist so wundervoll. Nein, das kann nicht sein. Was passiert nur mit mir? Bitte vergiss das, was du gehört hast. Also, nein. Das ist alles vergänglich. Vergängliche Gedanken, die sich eine kleine Dame wie ich gemacht hat. Wie geht es weiter in die Festung hinein? Was ist hier nur passiert? Also, es scheint nur eine Lüge gewesen zu sein, dass die Moonburg-Festung von den Soldaten Hagons angegriffen wurden. Ich weiß zwar nichts Genaues, aber eigentlich war es doch nur ein Feuer, was gewütet hat. Hier werden also Lügen gesponnen. Hagon wird verherrlicht. Was ist das für ein Ort? Jo, willkommen. Hallo. Oh. Ah. Oh. Die Person, die in das Reiseportal geschritten ist. Sie ist an einen fernen Ort getragen worden. Aber das sind alles alte Kamellen, alte Geschichten. Jetzt muss man nicht mehr in die Ferne reisen. Wir blicken hier tatsächlich in die Vergangenheit. Oha. Oh, unser großer Held, der Hohepriester Hagon. Er ist der Retter, unser Erlöser, der uns allesamt ins Paradies, in den Himmel schicken wird. Also, bitte, mein Prinz, lassen Sie uns gemeinsam beten. O großer Hagon, der du bist im Himmel, bitte führe uns auf dem richtigen Pfade. Sehr unheimlich. Komplett verblendet die Leute hier. Nur der richtige Gott ist der Begleiter der richtigen Person. Du darfst niemals deinen Glauben an Hagon vergessen. Und dann wirst du auf jeden Fall Glück, großes Glück erreichen. Hier ist ein Buch, wo drauf steht, der Beginn von Orishia. Aber der Inhalt des Buches ist komplett weiß. Keine der Seiten ist beschrieben. Was hat das zu bedeuten? Alles weiß. Es gab keinen Beginn. Zumindest wurde er nie aufgeschrieben. Zumindest über ihn wurde Gott sei Dank nichts aufgeschrieben. Das ist auch gut so, denn er sagt wie folgt: Die Anti-Magie-Glocke. Ja, damit kann man seinen Körper vor den Zaubersprüchen der Monster beschützen. Und das ist, glaube ich, ein Gegenstand aus Dragon Quest 2. So wie die ganze Welt hier. Das ist alles ein Abbild von dem, was einstmals war in Dragon Quest 2. Ah, da fühlt man sich doch gleich in die Vergangenheit zurückgeschrieben. Das ist ganz schön, ne? Jedenfalls sagt er, genau, es ist so, dass egal was ist, ob wir schlafen gelegt werden, also eingeschläfert werden oder unsere Magie versiegelt wird, ja, all das ist viel weniger geworden. Deshalb brauchen wir diese Antimagie-Gegenstände gar nicht mehr. Aber es ist so, dass der große Hagon diese Welt, ja, seitdem er die beherrscht, brauchen wir all das nicht mehr. Oha. Jetzt sind wir wieder hier. Ich glaube, wir waren noch nicht bei den beiden hier, ne? Dass wir beide hier ein Date und ein Date genießen können, das ist alles dem großen Hagon zu verdanken. Er hat alles dafür gegeben, dass wir Menschen auf dieser Erde glücklich sein können. Das war der Traum von Hagon. Und ja,
Er hat wirklich viel gegeben, viel gespendet an uns für dieses wunderschöne Paradies. Das der war einen guten Mann ausgesucht, ja. Ah, der Prinz ist dahergekommen. Wenn Sie irgendwas in der Schatzkammer wollen, dann bitte ich Sie, frei reinzutreten. Da ich vom König Lulishias, ja, als Untergebener von Hagorn, ein Untergebener werden durfte, ist auch dieses Land endlich in Frieden eingekehrt. Was gibt's denn hier? Die Schätze dieses Landes existieren nicht. Es gibt hier keine Schätze mehr. Die gab's womöglich nie. Ein Verlies? Dies ist das Gefängnis. Aber, wie Sie sehen, gibt es niemanden, der mehr Böses tut. Das ist alles, was Hagorn für uns tat. Um Frieden zu bringen in diese Lande, hat er alles Böse beseitigt. Die Verliese sind leer. Und irgendwie ist das ganz bitter, was wir hier sehen, oder? So schön der Ort von außen erscheint, umso schlimmer ist die Verzweiflung, die sich hier breit macht. Ich denke, wir können nun ins Innere schreiten. Was mich anbelangt, ich schäme mich so sehr. Ich wusste nichts, ja? Und dann habe ich gedacht, der große und der große Hohepriester Hagorn wird noch besiegt. Und wie hätte ich das nur glauben können? Was ist das? Was ist mit den Leuten hier los? Irgendwie sind die so sonderbar. Ihre Augen sind so ausgehöhlt, so leer. Wie jetzt würden sie eine Illusion sehen. Jedenfalls, wir sollten weitergehen. Der Hellenorb sollte hier irgendwo drinnen liegen. Lass uns vorgehen. Ist hier noch irgendwas versteckt? Irgendein Geheimnis, was sich hier noch verbirgt? Oh, Bunnies. Mein Name ist Miriella. Und ja, ich bin an der Seite des Königs, anstatt des vorigen Ministers, wurde ich auserwählt. Siehst du, was das für eine wunderschön friedliche Welt ist, in der wir leben? Selbst der Thronsaal ist gehüllt in eine wunderschön wohlige Atmosphäre. Ja, deshalb wurde ich hier auch angestellt, um für dieses Wohlergehen zu sorgen des Königs. Und mein Tanz gibt es nur einmal auf der Erde. Es ist der schönste Tanz, der existiert. Das gefällt euch doch sicherlich besser als all das, das schwere Gefasel des vorigen Ministers, nicht wahr? Guck nur. Und dort befindet sich nun der König. Oh, da seid ihr also gekommen. Ja, ihr habt es schon mitgekriegt, ja? Ich hab mir solche Sorgen gemacht. Wir hatten noch Hagorn, den großen Hagorn, so sehr missverstanden. Aber nun können wir uns endlich beruhigen. Denn Hagorn ist in Wirklichkeit ein guter Herrscher, ein guter Mensch, eine gute Person. Und deshalb habe ich mich entschieden, ich will sein Untergebener sein, für immer und ewig. Ich hatte dir die Bitte aufgetragen, ja? Aber nun müsst nicht mehr gekämpft werden. Das war doch alles Unsinn, dieser Kampf, nutzlos, all das unnötig. Was passiert hier nur? Was in aller Welt? Was hat das zu bedeuten? All das Illusion. Euer Schicksal ist es zu verschwinden. Genauso wie die Menschen, die ihr gerade gesehen habt. All das muss verschwinden, denn auch wir, unsere Sekte, alles, alle Monster. Aber ob es eine Illusion ist oder alles nur
ein Fake letztendlich. Der Moment, in dem es verschwindet, verschwindet etwas tatsächlich. Und diesen Moment niemand versteht, was wirklich passiert. Lediglich, was man weiß. Dass man niemals flüchten kann vor der Zerstörung. Alles vergeht. Du Dreckskerl, sagt Jerome. Was erzählst du nur? Ich verstehe deine Worte nicht. Dieses Gebiet, siehst du es nicht? Es wird euer Grab sein, euer Friedhof. Der Ort, an dem ihr vergeht. Er wurde geschaffen von unserem großen König Hagorn als Gebiet, wo alles beginnen sollte. Das kann nicht sein! Tötet die Menschen alle! Du hast gute Arbeit geleistet, mein Untergebener. Also, nun komm ruhig zu mir. Rick! Nein! Rick, sagt Anessa! Du! Heißt es etwa, du warst... Unsere Kameraden auseinanderzutreiben. Ja, alles das, die Kraft. All das sollte genutzt werden für die Sekte. Auch ihre Kraft zu steigern. Die Minadenkanone herzustellen. So viel Leid ist widerfahren euch. So viele Hindernisse wurden euch gebracht. Alles, ja, wie geplant. Es hat alles letztendlich funktioniert. Dieses dreckige Verräterschwein. Rick, sagt Jerome. Du warst also die ganze Zeit der feindliche Spion. Warum? Warum hast du uns betrogen? Betrogen? Ihr habt euch doch selbst betrogen. Ja, und nicht nur euch. Ihr habt die Sekte betrogen. Die große Hagorn-Sekte. Rick. Oh, du hast dir deine Belohnung redlich verdient. Ich mach dich zu uns. Zu einem von uns. Zu einem Monster. Oha. Ah. Endlich durfte ich diese Gestalt annehmen. Vielen herzlichen Dank. Danke. Also gut, mein silberner Teufel. Jetzt ist es soweit, wir öffnen ein blutiges Bankett. Der große Hohepriester und Rick sind nun unsere Gegner in diesem Kampf. Der Verräter ist entblößt hier. Und wir werden alles daran setzen, dass wir ihm sein Leben nun rauben. Für den Verrat, für all diejenigen, die er getötet hat, werden wir nun einstehen und kämpfen. 8 Gegner sind es. Ich werde mich erstmal um die eulen Priester hier kümmern. Die Zauberer. Die wollen uns nämlich einschläfern, glaube ich. Oh, verdammt. Kritische Angriffe kriegen wir ja ab. So, jetzt. Kommt schon. Die siegt erst die Magier, dann die Rüstung, dann den Hohepriester und dann wird Rick für all die schlimmen Taten büßen müssen. So. Sehr gut. Und nun alle miteinander. Rächt eure Kameraden. Und tötet Rick. Ich kann nicht verlieren, sagt Rick. Und wird ein letztes Mal in die Enge getrieben. Das kann nicht passieren. Wir haben es geschafft. Ich dachte, wir wären am Ende, sagt Jerome. Rick. Kommt alle mit. Versammelt euch nicht so vor ihm. Rick? Diese falsche Welt wird bald vergehen. Unser Schicksal ist es auch, wenn wir diesen Kampf zu siegen. Wir müssen irgendwann alle sterben. Alles ist vergänglich.
Eine falsche Welt? Das Schicksal zu sterben? Wovon redest du? Was hat das zu bedeuten, Rick? Was mich anbelangt. Ich habe es zufälligerweise bemerkt gehabt. Aber der König, er hat es nie beantwortet. Er hat nie Wahrheit gesprochen. Doch dann kam der hohe Priester zu mir. Der teuflische Priester. Und er hat zu mir gesprochen. Er hat gesagt, wenn ich alles gebe, ja, dann rettet er mich vor dem Tod, vor dem, wovor ich so Angst hatte. Dann kam Kurando auf die Insel. Er hat die Bilderglocke erklingen lassen. Und dann habe ich gedacht, vielleicht könnte ich nun zum Kameraden werden, zu einem Teil der Sekte. Rick, du! Die Sekte. Niemals wird es euch gelingen. Ich würde sie, ihre Lehre, niemals aufgeben. Nie und nimmer. Ich würde sie immer beschützen. Denn die Überzeugung, die mir geboten wurde, die ich erhielt, ist etwas, was niemals vergeht. Über den Tod hinaus. Anessa, sagt Rick. Ich habe es gemerkt, du, ja? Du hast nie dran geglaubt. Du hast nur so getan. Doch deine Überzeugung, sie war falsch. Mein großer Herr Atlas, er ist stark. Menschen würden niemals gegen ihn gewinnen können. Also, versucht es ruhig. Kämpft an und krabbelt ihm entgegen, doch ihr werdet alle sterben. Ich wünsche euch allen einen grausamen Tod. Mein großer Führer Hagon. Bis in alle Ewigkeit wirst du existieren. Oh, Rick! Rick! Und so wurde ihm sein Schicksal zugefügt. Das, wovor er am meisten Angst hatte, der Tod. Aber was anderes hätte gar nicht auf ihn warten können, auf diesen Verräter letztendlich. Mumu sagt, Jerome, Kurando, der Hohepriester, den du besiegt hast, er trägt was bei sich. Ihr Menschen, ihr seid stark. Und man sollte Menschen scheinbar nicht unterschätzen. Doch der Tag der Vernichtung ist nah. Das Schicksal, dass die Welt, die falsche Welt, verschwindet, ist nah. Es wird erfüllt. Doch vorher wollte ich euch noch die Vernichtung geben. Du, der du diese Flagge bei dir trägst, ja? Bist gekommen, um die ganzen Leute hierher zu führen, nicht wahr? Doch, hast du nicht dran gedacht, dass euer schwache Festung, dass die Monster sie direkt angreifen werden? Also, ihr falschen Menschen, werdet vernichtet, sterbt und geht zugrunde. Illusion. Fälschung. Was erzählen die Leute hier? Was hat das zu bedeuten? Was ist das für ein Ort? Kurando. Was hat er bei sich getragen? Der Priester. Hey. Ach, den Kraftorb. Na, guck mal. Den sehen wir jetzt nicht, weil ich noch in der Ego-Sicht bin. Oh, das ist also nicht der Kraftorb, der Heldenorb natürlich. Damit können wir unser Ziel erreichen. Aber was der Hohepriester gesagt hat, das geht mir gar nicht aus dem Sinn. Dass die Festung so leicht anzugreifen ist. Das kann doch nicht sein. Meint ihr etwa, Moonburg wird... Ich habe eine komische Vorahnung. Kurando, wir sollen schnell zurückkehren. Ich würde sagen, wir machen das dann aber auch so, ne? Nicht nach Moonpetter, sondern nach Moonburg. Aber wir können uns nur außerhalb hin verfrachten und nicht mehr direkt in das Burginnere. Heißt das etwa, dadurch, dass wir unsere Deckung haben fallen lassen, wird die Festung attackiert. Jerome sagt, Nu! Und unsere Burg wird angegriffen! Was ist nur passiert? Das kann nicht sein!
Das war alles der Plan von dem Hohepriester und von Rick. Wir müssen uns beeilen, Kurando. Also gut. Alle miteinander folgt mir. Ihr Dreckskerle! Sie haben die Chance genutzt, einzudringen, während wir weg waren. Wir müssen alle retten. Schnell! Lasst uns die Drachen besiegen. Beeil dich, Kurando. Der Kampf beginnt. Besiege die Monster. Der Darth Dragon. Er ist der Führer der Dracheneinheit. Also gibt es doch noch eine größere Einheit. So, erstmal werde ich hier meine Leute aufpowern. Alle miteinander. Besiegt sie. Ein für alle Mal. Jawohl. So. Greif mal wirklich von allen Seiten aus an, ne? Macht aber gar nichts. Auch wenn sie hier durchdringen und tatsächlich unsere Festung hier in Schutt und Asche legen gerade. Kommt schon. Wir hätten auf keinen Fall Shido einsperren sollen. Das war, glaube ich, der größte Fehler, den wir machen konnten. So, kommt schon. Der Darth Dragon muss fallen. Da er den größten Schaden hier verursachen kann. Vier Drachen sind noch übrig. Alle sind hier versammelt. Jawohl. Unsere Verteidigung wurde erhöht. Kommt schon. Jetzt aber. Perfekt. Jetzt haben wir den Anführer erledigt. Jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Rest fällt. Zwei Einheiten noch. Dann schaffen wir das. Dann schaffen wir das. Kommt schon. Vielen Dank. Das tut verdammt gut. Jawohl. Jetzt gebe ich noch ein bisschen Power hier. Damit auch Hoho und Mito hier nochmal alles geben können. Mist, jetzt habe ich mein Feuerschwert irgendjemanden hier gegeben. Dem Typen da. Nimm mir mal ganz schön mein Flammenschwert wieder. Du Schlingel. Der Kampf ist abgeschlossen. Wir haben gesiegt. Kurando. Wir haben es geschafft. Wir haben gesiegt. Gut gemacht. Oh, Kurando, mein Herr, sagt Mito. Du hast uns gerettet. Ich habe fest geglaubt, dass du kommen würdest. Ganz plötzlich haben die Drachen uns angegriffen. Ich dachte schon, unser Ende wäre eingeläutet. Aber dann kamt ihr und habt uns gerettet. Dankeschön. Sehr gut gemacht, Kurando. Du hast die Dracheneinheit besiegt. Und auch den Heldenorb mitgebracht. Du bist ein wirklicher Held. Apropos, ich sehe Rick gar nicht. Wo ist denn mein Rick? Was habt ihr mit ihm gemacht? Wo ist er geblieben? Kurando. Wir sollten später darüber reden. Erstmal regenerieren wir die Burg, Teile, die zerstört wurden. Denn es war ein harter Kampf, bei dem viel von der Burg zerstört wurde. Es wird anstrengend sein, alles wiederherzustellen. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir sind stark genug. Also warte kurz. Jawohl. Puh, erschöpft, aber wir haben alles wiederhergestellt. Ah, Kurando. Ich verstehe also. Der Verräter in unseren eigenen Hain. Es war Rick die ganze Zeit gewesen. Er hat alles dafür getan. Er wollte dem Tod entkommen, von dem er so viel Angst hatte. Und deshalb ist er so weit gegangen, dass er extra sogar der Sekte beigetreten ist und einer von ihnen werden wollte. Oh, Rick, du warst wirklich ein dummer Idiot. Anessa! Also, man muss doch sagen, dass wir so weit gekommen sind. Dass
Es ist doch gut, wir können endlich die Wahrheit ausreden. Wir wissen, was Sache ist. Und du kannst endlich zugeben, dass du von Anfang an nicht an die Sekte geglaubt hast. Was hat das denn zu bedeuten hier? Kurando. Ich weiß, seitdem du hierher gekommen bist und das Gegengift auf mich angewandt hast, ja? Ich dachte, direkt in dem Moment, es ist der Tag gekommen, an dem wir gegen die Sekte gewinnen. Doch ich habe bereits gespürt, dass in unseren Reihen ein Verräter war. Deshalb habe ich meine wahre Bestimmung, meinen wahren Gedanken versteckt. Anissa! Du warst immer dafür, du wolltest immer die Sekte besiegen, nicht wahr? Na? Und das war auch der Grund, warum ich Beweis genug ist, dass ich mich, dass ich die Sekte infiltriert habe, um sie zu untersuchen. Ich dachte die ganze Zeit, dass ich zumindest dir meine wahre Absicht sagen wollte, Kurando. Und ich dachte, ich würde es tun, aber ich wollte den Worten des Königs folgen. Und ja. Und zunächst muss man, wenn man jemanden hinters Licht führt, muss man bei seinen Kameraden anfangen, um die Wahrheit zu verbergen. Und ich erinnere mich an die Worte, die der König sprach, als dann nämlich entsprechend dieses magische die Werkbank geholt wurde. Das war nämlich die Warning. Ah, diese Worte, die ich sagte, ja? Das war mir schon ganz peinlich. Ich wurde auch in das Licht geführt. Ich wurde auch mir wurde nicht die Wahrheit gesagt. Aber mein König. Rick hat irgendwas davon gesagt, dass all das, die Welt, falsch sei. Ja, und niemand es wüsste. Ich hab gar nicht verstanden, was er sagen wollte. Oh, ich verstehe. Also auch wenn er, nachdem er ein Sekten, ein Monster wurde, ja. Er dachte ganz klar, dass wenn er ein Kamerad der Sekte wäre, ja, er die Wahrheit erfahre und weiterleben könne. Kurando. Nur ich hab, nachdem du das gesehen hast und alles gehört hab, was in Rondalkia passiert ist, ja, möchte ich auch mit dir reden. Es tut mir leid, alle miteinander. Wartet bitte auf uns. Oha. Nun, es ist so. Ich habe mich noch einmal in meine Schrifttümer, mein Kopf versteckt, ja, und noch ein wenig mein Gedächtnis aufgefrischt. Jetzt, wo ich höre, was ihr in Nondalki erfahren habt, glaube ich, etwas zu wissen über die Geheimnisse dieser Welt. Aber wir sind jetzt nicht hier in der richtigen Situation zu reden, ja? Kommt, folgt mir. Oha, wo bringt er mich jetzt hin? Sein königliches Gemach? Hier oben. Ja, genau. Nondalki war nie die Hölle. Es war ein paradiesischer Ort. Nun, aber es scheint so, dass die Welt etwas anders ist als die Welt, die ich kenne. Die Welt in meinen Erinnerungen ist Fragmenten. Es ist eine Folgewelt letztendlich. Wie eine Welt aus einer anderen Dimension, ja? Was ihr gesehen habt, ja, war eine illusionsmagische Fähigkeit. Illusionen habt ihr gesehen. Aber ihr habt gesehen, sie wurde geschaffen, um etwas zu zeigen, etwas, was verschwinden würde. Rick hat fest geglaubt, dass diese Welt eine Lüge sei. Er hat Erlösungen gesucht deshalb und wurde zu einem Teil der Sekte. Hätte ich ihm nur den wahren Weg zeigen können, aber ich konnte es nicht. Als König bin ich ein Fehlschlag. Kurando. Wenn du die Wahrheit weißt, ich möchte sie erfahren, bitte. In der Welt, in der du kennst, die du kennst, was ist mit meiner Tochter da passiert? Bitte, ich möchte Wahrheit wissen. Ich will wissen, was passiert. Ich verstehe. Das ist gut zu hören. Ich mag als König versagt haben, aber als
Vater habe ich meine Rolle erfüllt. Curando. Diese Welt, die so ein wenig anders ist. Warum bist du hier als Bilder in dieser Welt? Ich verstehe es nicht. Wenn du von irgendjemandem hergerufen wurdest, ja, dann muss es doch ein Ziel, eine Bestimmung geben, eine Bedeutung haben. Nun, Curando, was mich anbelangt. Falls die Welt morgen untergehen sollte, ja, dann möchte ich allerdings eine Sache schaffen. Mein Ziel erreichen, die Sekte zu besiegen. Ich bitte dich, tu mir den Gefallen. Nimm Anessa an deine Seite und stell dem Mina den Turm fertig. Wir müssen es schaffen. Wir müssen siegen. Und so stehen wir kurz vor dem großen Finalschlag. Die Entscheidung wird kommen. Hier an dieser Stelle. Vor den Toren von Moonburg. Anessa will was von uns. Ich will auch was von ihr. Jetzt mittlerweile ist sie nämlich ganz schnuggelig, dadurch, dass sie keine Verräterin ist. Gefällt mir ganz gut. Und ja, mal gucken. Vielleicht werden wir uns das nächste Mal noch ein bisschen mehr anvertrauen und anfreunden. All das aber erst in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich jetzt von euch und ihr könnt auch mal schön kommentieren, liken. Der König, guck mal, der König muss erstmal ein bisschen Power raus. Meine Fresse. Bisschen Frust auch gestaut, oder was? Oha, oha, aha. Das wird spannend, das wird richtig toll hier. In der nächsten Folge geht's dann weiter. Und ich verabschiede mich einfach mal wo? Hier bei einem Turm, komm. Da, wo die Herzen für mich hingelegt wurden. Da sage ich einfach mal, tschüss, das war's. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und munter, gehabt euch wohl. Und auf Wiedersehen.